Jetzt Mitte November ist der ideale Zeitpunkt, um Rosen winterfit zu machen. Was brauchen wir für die Herbstarbeit bei den Rosen? Zuerst einmal eine gute Schere. Dann ist es notwendig, Komposterde oder gute Gartenerde. Und idealerweise wäre auch noch ein bisschen Reisig zum Abdecken für später. So sieht eine Rose im Herbst aus, mit Hagebutten, einigen verblühten Blüten. Rosen werden im Herbst nicht zurückgeschnitten. Sie werden nur leicht auf eine Ebene angeschnitten und eingekürzt. Nachdem wir die Rose leicht eingekürzt haben und auf eine Ebene geschnitten haben, sowie Hagebutten entfernt haben, beginnen wir die Erde zu lockern und die Erde in den Rosenstock anzuhäufeln, damit diese verzweigten Triebe der Rosen richtig abgedeckt sind. Sollte zu wenig Erde im Rosenbeet sein, empfiehlt es sich, Kompost zu verwenden. Dieser Komposterde wird einfach ebenfalls in den Rosenzweigen reingeschüttet und auf eine kleine Anhügelung verteilt. Der Kompost hat auch den großen Vorteil, dass es gleichzeitig eine Startdüngung für die Rose für nächsten Jahr im Frühling ist. Rosen haben hellgrüne Stängel. Aus diesem Grund wird der Rosenstrauch mit Reisig abgedeckt, um eine Beschattung des Rosenstrauches zu erreichen. Die wichtigste Regel bei der Herbstarbeit bei Rosen ist, keine Verwendung von Rindenmulch und keine Verwendung von Torf und torfhältigen Substraten. Verwenden Sie nur Kompost oder Gartenerde für das Anhäufeln, damit bekommen Sie nächstes Jahr wundervolle Rosenblüten und einen kräftigen, gesunden Rosenstrauch.